großer Geldbeutel. Der ist weg. Jetzt mal alle bei ihm hier versammeln, bitte. Dass man sich da schön wieder ein wenig das Leben in die Adern pumpen kann. Ja, da darf ich jetzt nicht mehr allzu leichtfüßig umhergehen. Da wird es dann schwieriger. Aber ein Greifen. Hier. Aber da müsste ich... Was gilt alles als Umgebung? Das ist etwas, was mich immer wieder nervt, wenn es nicht gut beschrieben ist. Also es muss nicht mir ganz exakt sein, aber so einen ungefähren Gebietsanspruch, das wäre... Weil ich sie persönlich keinen Greifen herumfliegen. Und tschüss. Großer Geldbeutel. 1,5 Millionen. Gold nehmen wir fleißigst mit. Wächterkapuze, das ist wieder da die purpurner Ring. Die Wächterkapuze ist ja eigentlich ja nichts anderes als der liebe Kollege, ach, wie nennt man das, beim Henker, da die Henkerskapuze. Jetzt sind wir hier bei dem Lager, das ich markiert habe, aber keine Spur von dem Greifen. Wenn ich... Wir könnten ja auch mal Richtung hier hin noch gehen, dann wäre das hier noch aufgedeckt. Die alte Garnison, Feldzugsroute, Sturmklippenturm, Aufträge. In der Nähe des Hünenhügels wurde ein Greifen gesichtet. Ihn unbehelligt umherstreifen zu lassen, wäre ein schlechtes Omen für die Zukunft.
Ja, jetzt müsste ich aber selbst ihn mal überhaupt erspähen, damit ich eine Vorstellung hätte, wo der sich genau rumtreibt. Das ist ja das Problem, was ich aktuell habe. Weil einfach ein Greifen. Jeder kann mir sagen, ja, da ist ein Greif. Aber wenn ich den Greif nicht sehe, dann wird das dezent. Ah, Lazarus-Splitter. Dann wird das. Ja, nicht gerade einfach herauszufinden, wo der Kollege ist und wie man den zähmen kann, also niedermachen kann. Leere Flaschen, das ist gut. Da kann ich mir wieder Öl besorgen. Weil wir haben jetzt eigentlich mehr oder weniger einen ganzen Tag hier verbracht und keinen einzigen Greifen gesehen. Also ich müsste bei der Garnison, also bei der Burg hier, nachfragen. Wir könnten auch hier vor dem Höhleneingang einen Goblin mitnehmen, aber ich denke, jetzt ist halt schon Abend und das wird nicht mehr funktionieren. Ich schaue mich einfach noch ein wenig um. Weil irgendwo müssen wir ja irgendwas finden, das uns ja einen Hinweis gibt. Wo könnte man einen Greif anlocken? Also den nehme ich jetzt bewusst mit zum. Ja, bei den Wölfen denke ich jetzt eher weniger. Ich lege den mal irgendwo hier oben. Und jetzt ist er weg. Gefällt mir jetzt gerade weniger. Eigentlich so überhaupt nicht. Ah. Was sonst geben die ja immer Hinweise. Aber für 500 Gold und 500 EP bezwinge den Greifen. Thank you.
kann ich... Ich werfe mal einen weg. Ist er dann am Boden? Nein. Also das geht nicht. Ich brauche eine Beute. Oh, aber jetzt ist... Wenn es Nacht ist, kommen die ja nicht. Oh. Aber wenn ich... Ja, das ist... Crates may hold aught of use. Stay wary at the water's edge, lest you attract the brine. Man claims the sea is mother to all life. We'll not stop until you are fully consumed. This pond sees only water. Crates may hold aught of use. Many a life was ended by falling from too great a height. Stay wary at the water's edge, lest you attract the brine. Das hilft mir gerade gar nicht mit der Quest. Wie soll ich jetzt... Sonst haben sie immer nützlich, sind vorgerannt, aber plötzlich... Wenn die einfach nichts mehr sagen, was nützlich für eine Quest ist, heißt das, eigentlich keiner hat die Quest gemacht. Und das ist natürlich... Ja, ich sehe Goblins, ich sehe weiße Wölfe. Oder ist das einer bei Nacht? Weil wir können ja schon einfach mal hier in der Umgebung einfach mal bleiben und schauen, ob sich der zeigt. Aber ich sehe den. Ich höre ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Also ihr im Video werdet wahrscheinlich noch weniger sehen als ich. Ich mit 4K sehe da deutlich mehr. Also der Kontrast ist weniger stark, wie der ist jetzt gerade bei mir auf OBS. Weil da habe ich fast eine komplett dunkle Scheibe, was nicht erleuchtet wird. Man sieht schon den Hintergrund, aber ich sehe da in 4K deutlich mehr. Also da ist es nicht allzu dunkel. Ich sehe da 4 Goblin, 3 Wölfe, 3 Weiße. Aber ich sehe halt schlicht und ergreifend keine Spuren oder keinen Ansatz, wo man einen Greifen findet. Der andere, der war ja auch ein Stück weg. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir auf die Karte gehen, ist der Greif irgendwo hier hinten? Weil wir haben den Greif, der hier war, hierhin war irgendwo die Lockstelle. Wenn ich jetzt da Hünenhügel, könnte es hier sein. Theoretisch könnte er auch hier sein. Müssten wir schauen. Und er würde ja auch bei Nacht angelockt werden. Da werden die Katakomben. Ich würde eigentlich gerne, auch wenn es jetzt dunkel ist und Nacht und das eigentlich schwerer macht als nötig, würde ich mal gerne jetzt hier hin einfach mal erkunden. Weil irgendwo muss ich jetzt anfangen. Und die ganze Zeit rumstehen zu bleiben, ist jetzt nicht gerade das, was mir Spaß macht. Deshalb... Ach, waren keine Kobolde Goblins, sondern ein bisschen
schwerere. So, mal mit Heiligkeit. Ja, das hilft ganz okay. Läuft, würde ich sagen. Würde ich sogar sagen, es läuft. Hier unten sind noch drei. Wolfi. Gut, ein wenig mit dem Schild wieder. Ja, beim Schild ist es halt blöd, wenn du das Schild noch gedrückt hast und dann eine Taste drückst, dann machst du eine Verzauberung. Das finde ich halt... Ja, ist halt deren... Das hat ja wunderbar geklappt. Magier ist einfach so stark und ich denke, ja, wahrscheinlich die stärkste Klasse, die man hier hat. Nebst, glaubst du, dem Zweidolchdieb? Der war ja auch noch unfassbar stark. Ja, komm, komm, komm. Ui, was ist denn hier los? Gammeliger Ab... Gamblen. Genau das meinte ich zum Beispiel. Und das kannst du dann nicht abschalten. Wenn du merkst, okay, ich muss da abbrechen, ich muss mich verteidigen. Nein, der macht, bis er von Angriffen unterbrochen wird. Und das... finde ich einen nervig großen Negativpunkt. Mich nimmt es wirklich wunder, wie es im zweiten Teil jetzt ist. Weil, wenn die Folge rauskommt, spielen wir schon den zweiten Teil. Ich nehme einen halben Monat vor Release auf. Das ist dann doch noch ein Weilchen hin bis da. Und mich nimmt es halt Wunder, wie wir... Ja, das sind halt weiße Wölfe wieder. Nein, ich... Das war genau das, was ich nicht wollte. Und bei den weißen Wölfen passiert mir das halt öfters, weil ich dort gerne mal versuche zu blocken. Aber dann, bevor ich angreife, nicht wieder die Blocktaste wieder in, also loslasse.
Ja, die reden da zum nächsten Rudel und dann zum nächsten Rudel. Aber zum Glück habe... Nein, das war jetzt der Falsche. Oh, ich würde das so gern abbrechen können. Und schon sind welche nachgespawnt. Das ist auch etwas, was ich hoffe, dass besser wird. Die Nachspawnrate, dass es schon immer wieder nachspawnt, aber nicht manchmal so instant, wie es hier noch der Fall ist. Ich meine, ich habe nur mal kurz Pause gemacht, zum sehen, ob alle wieder nachkommen. Und es wird einfach komplett wieder alles respawnt. Und das finde ich weniger geil, um ehrlich zu sein. Schön, dass es immer wieder Gegner gibt, aber es kann manchmal, wenn du zum Beispiel bei einem Drachen, bei einem Gargoyle, bei einem Zyklop, bei was auch immer, einen längeren Kampf hast. Gut, Gargoyles habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht gehabt in dem Spieldurchlauf. Geschweige denn überhaupt, weil das ist ja mein erster wirklich richtiger Spieldurchgang hier. Da sind schon wieder weitere Wölfe. Gut. Wo sind wir jetzt? Hier auf der Karte. Nein, nicht Chronik. Karte. Ja, wir gehen in die richtige Richtung. Man merkt, hier zieht es ein wenig an mit dem Level. Aber wir kommen dennoch gut voran, würde ich sagen. Und Nacht ist natürlich immer noch ein bisschen belastender wieder am Tage. Jetzt haben wir hier eine Burg noch. Jetzt möchte ich natürlich noch Äpfelchen. Jetzt können wir eigentlich... Ausdauer brauche ich per se nicht. Ein paar Äpfelchen, damit ich wieder gesund und munter bin. Was ist hier denn? Heulende Winde. Unten geht noch Flussweg. Hallo. Für seine Gnaden und dieses Land werde ich tun, was immer in meiner Macht steht. Oi, there's an idea what concerns you.
Hey da, hier gibt es nichts, was euch etwas angehen würde. Go on, get moving. Zieht weiter, los, bewegt euch. Okay. Suspekt. Karte. Die heruntergekommene Manse. Jetzt könnten wir... Ich muss da mir ein wenig den Wegpunkt versetzen. Dann könnten wir noch so irgendwo diagonal. Und dann könnten wir da noch durch die windige Schlucht noch mal sehen, wo uns das hier hinführt. Ja, Äpfelchen. Nehmen wir auch gerne mit. Ist das wieder so ein Heilbrunnen? Sieht für mich danach aus, ne? Hätte ich das vorhin ein wenig genauer betrachtet. Endlich ist er unten. Da sind aber viele weiße Wölfe. Es ist weniger gut. Hosenpolster. Einfach, also man muss sagen, man kann sagen, was man möchte, aber es ist schon ein sehr guter Zauber. Es ist ein echt guter Zauber. Oh, verzeiht. Da der Meteoritenschauer. Verzeiht, mein Hals, der ist wirklich ein wenig angespannt. Oh, Äpfelchen. So, vollkommene Heilung. Und die natürlich auch ganz willkommen am Baden. Und da hat es einen kleinen Fluss, der irgendwie so ein klein bisschen noch bergauf geht. Das sind Wildtiere, die lassen wir einmal. Aber Greif sehe ich jetzt hier nicht. Hm, Suchermedaillon. Das können wir natürlich gebrauchen. Dum dum da da dum dum da dum dum da dum dum da dum dum da da. Jetzt ist halt die Frage, was. Whoop. Schauen wir uns mal hier unten um. Okay, dort sehe ich noch irgendeinen Eingang. Da sehe ich eine Truhe. Autsch. Das war jetzt vielleicht zu optimistisch. Und das... Ah, da kommen wir vom Windeweg her. Riesiger Geldbeutel nehmen wir gerne. Genau.